Herzlich willkommen zur 102. Folge Stardew Valley mit dem Felix. Hallo. Guten Tag. Oh, das ist zu, ne? Können wir gleich wieder pennen gehen. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, was das damit zu tun hat, aber okay. Unser Mohn ist Brauchst du übrigens das? fertig. Gut. Ich bring den Mohn einmal hin, dann haben wir es wenigstens weg. Das Laden geschlossen hat gar nichts damit zu tun. Ich habe die Hasen ja schon gekauft. Ich muss jetzt nur noch die Hasen streicheln jeden Tag, bis die ausgewachsen sind und hoffen, dass sie den Fuß so schnell wie möglich droppen. Vielleicht hackst du den auch einfach den Fuß ab oder so, dann geht's schneller. Aber ich bin da kein Experte bei Hasenfüßen. Okay. Dann pennen wir mal eine Runde. Können mich das Spiel bitte wieder laufen lassen? Hallo, danke. Es fehlt jetzt wirklich nur noch der Fuß. Super. Supidupi. Wenn der Weg wenigstens nicht so lange zurück wäre von dem tollen Center aus, ey. Okay, fahren wir mit dem Bus. Ich weiß jetzt ja nicht, was du dir dabei erhoffst, aber die Busfahrerin kommt später, als das Ganze aufhat. Ich möchte nicht schlafen, nein, ich möchte erst mal meine Viecher streicheln. Streich doch mal deine Viecher jetzt da. Ich muss eine ganze Kacke hier aufsammeln. Also von mir aus kann ich schlafen. Gut. Kann ich mein Haus vielleicht näher an mein Ding ranstellen? Kannst du noch eins bauen? Ja, es dauert bestimmt länger, da oben einmal hochzulaufen, sich ein neues Haus zu setzen, dann wieder runterzulaufen und so weiter und so fort. Oh, es regnet, wie schön. So, wann ist der komische Tricks wieder? Die machen freitags, macht er auf unten, theoretisch gesehen. Nein, ich meine, dieser komische Laden da unten. Ja, der macht Freitag auf. Freitags und sonntags. Okay. Brauchen wir jetzt gerade noch irgendwas? Außer, dass ich meine Tiere streicheln muss, nicht wirklich, nein. Gut, also machen wir es bis Freitag. Bing! Ich weiß jetzt nicht, ob du verstanden hast, wie die Tiere funktionieren, aber du musst sie jeden Tag eigentlich streicheln, aber ja. Ja, hast du schon, 7 Uhr. Du brauchst nicht eine Stunde zum Streicheln. Wenn da der ganze Hühnerstall voll ist mit mit Enteneiern, dann brauche ich schon eine Stunde, ja. Und wenn ich jetzt nicht noch einen Blackscreen hätte, sondern mal das Spiel auch laden würde, wäre das Ganze auch schon schnell. Okay. Oh, es regnet mal nicht, wie schön. Ich habe gerade 19 Enteneier aus dem Stall rausgesammelt. Okay. Das ist gar nicht dein Bett. Das ist dein Farmhaus da. Okay, ich muss da rein. Oh, du hast ja ein sehr nett eingerichtetes Hallo, ich muss zeiteffizient arbeiten. Könntest du bitte nicht sterben? Warum hast du denn das nicht einfach um deine Tonnen rumgebaut gehabt? Dann hättest du was mitarbeiten können. Weil das zu einfach gewesen wäre. Okay. Und einfach ist ja langweilig.
Können Sie bitte schlafen gehen? Nö. Dann kannst du Freitag wenigstens jetzt einmal da runter joggen und oh, ich bin Millionär. Ich habe mal eben kurz 37.000 eingenommen. Moment. Dabei habe ich nur mein Inventar nicht leer geklickt, wo auch mal das ganze Geld kommt. Ich bin ins Bett. Neuer Erfolg, 1 Million. Okay. Ja, davon habe ich 2 gemacht, oder wie war das? So, jetzt wieder runter. Und ja, ich brauche auch so lange, weil das Gras einen einfach so langsam macht, bis da den halben Weg ist. Das dauert halt dadurch ein bisschen. Oh, hier gibt's einen Sandfisch und einen Kugelfisch und cool. Eine Saat. Also einfach. Fischeintopf und eine Rotbarbe. Wir brauchen aber nur noch den Hasenfuß. Jetzt mach hin, Idee. Und sag mir, du hast einen Hasenfuß. Hab ich nicht. Bist du schon im Bett? Ja. Ein Hase kostet bei Mani 8000 Gold, ne? Ja, und hast du jetzt schon gemacht und so? Die sind schon mal zumindest einen Monat alt, ne? Also, die wachsen. Warum regnet es eigentlich schon wieder? Die haben zumindest schon mal das erste Mal was abgeworfen. Aber es ist leider nur bei allen 4 Wolle oder was weiß ich. Traurigerweise bringen Hasen auch Wolle, ne? Jetzt räumst du echt den Weg frei, dass ich schneller durchkomme. Ja. Legst du noch eine Autobahn dann dahin? Mach ja nächste Folge. Warum? Du meinst also, wir schaffen es in dieser Folge nicht fertig zu werden? Nein. Okay. Warum? Ey, hast du nicht gerade versucht, mit Axt zu hauen oder was? Nein, niemals. Wie kommst du darauf? Nicht getroffen, was ein Lappen. Dein Schwein möchte gefüttert werden. Pff, mein Schwein ist mir vollkommen egal. Ich weiß. Komm her, ich bring dir eine Sternfrucht mit. Aber hier gibt es jetzt noch eine Hasenfrucht hier. Käferfleisch, eingelegtes Kürbissuppe, Zwergwels, Köder, Gelee, Eisenbahn, Tulpe, Radieschen, Stamm, Sessel. Oh, die Milch haben. Toll, jetzt bin ich fertig und es ist noch nicht bereit, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, warte, ich habe hier was Tolles. Das hat nicht wirklich viel gekostet, nur 2000. Aber du hast keine Hasenpfote gefunden. Ja, meine Güte, ich kaufe trotzdem jeden Tag irgendwas bei dir. Die ist aber nur freitags und sonntags da. Ja, ist doch egal. Ich habe mich gerade kurzzeitig gefragt, woher auch immer dieser Stuhl in meinem Haus kommt, bis ich gemerkt habe, stimmt. Ich habe gekauft. Ich habe festgestellt, stimmt, ich habe einen Depp, anderen Depp im Haus. Sag mal, so oft werfen Hasen aber auch nichts ab, ne? Du musst die goldene Sense mitnehmen. Die hab ich. Ja, da musst du mal die Hasen damit ein bisschen streicheln. Dann fällt schon mal eine Foto ab. Ein bisschen streicheln. Und du machst jetzt einfach meine ganze Seite sauber, damit ich da vorbeikomme, oder wie?
Also es waren jetzt immerhin schon mal die Enten wieder dran, also müssten morgen eventuell die Hasen mal wieder so abwerfen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dann doch noch bis Sonntag mindestens dauert. Okay. Deine Schweine grunzen. Also in der Theorie könnten wir wieder. Und sie haben Wolle abgeworfen, alle. Wie wundervoll. Sehr schön. Aber sie sind alle auch schon auf ein Herz jetzt hoch, immerhin. Sehr gut. Schaffst du überhaupt irgendwas zu machen in der Zeit, wo ich rauslaufe? Oder du nutzt jetzt unauffällig meine Fässer schon? Ja, auch. Könntest du bitte alles raussammeln, wenn du schon dabei bist? Hast du den Hasen gestreichelt? Ich streichel ihn. Oh. Ups. Hast meinen Hasen gekillt. Nein, nur mit der Spitzhacke eingegeben. Toll, und wo bist du jetzt wieder? Mann, so unproduktiv. Ey. Ich muss hier noch Honig ernten. Er holt sich einfach alles auf meiner Seite. Ja, natürlich. Ich habe schon fast 100.000. Schön wär's, ne? Oh, du kannst wieder zum Kart rennen, wie schön. Ist ja wieder Freitag. Das hab ich jetzt fast vergessen. Ach hier, ich habe ja auch beim Kart auch noch diese seltene, super teure Saat gekauft. Verdammt, ich habe keinen Platz im Inventar. Was du nicht immer alles kaufst, ey. Was du nicht immer alles im Inventar hast, ey. Toll, jetzt muss ich da runterrennen, weil du zu langsam bist, oder wie? Mann, Mann, Mann. Einmal mit schnellen Leuten, einmal. Immer diese Schlafnasen, ne? Wolle. Und eine Kaffeebohne, na dann. Aber er hat schon mal das andere, was die Viecher droppen, drinne. Wolle. Jetzt muss nur die Hasenpfote kommen. Vermutlich war ich schon viermal drinne, wir waren bloß nie da. Ja. Traurig, aber irgendwie realistisch, ne? Ja. Und jetzt guckt er schon wieder aus Langeweile sich Videos an, oder wie? Nein. Niemals, du doch nicht, ne? Nein. Hast du eine Dusche wieder verkauft? Ich deine Ernte. Ach so, wie viel hast du gemacht? 5.000. Wow, hat sich ja fast gelohnt. Sind das innen auch noch raus? Packst du wenigstens was nach? Nein. Na Ich habe ja dann. nichts mehr. Guck doch mal eine Oder Kiste rein, die sind früher. noch voll bis oben hin. Schön, morgen so am Sonntag sollte dann eventuell die nächste Chunk sein, wo dann eventuell mal keine Wolle drin liegt, aber vermutlich schon. Und auch das G A A Ding da draußen, cool. Sammelst du irgendwas nicht ein? Am Ende macht einfach mit meiner Seite der Farm mehr Geld als mit seiner. Natürlich. Denk dran, das Kart ist wieder da, aber das denkst du trinke ich dann. Da kannst du nicht mehr cutten, das ist schon wieder scheiße gewachsen. Jetzt haben sie schon anderthalb Herzen. Wir sind aber auch fast durch den Sommer durch. Hier liegt eine Hasenpfote. Hier liegt eine Hasenpfote, hast du mich gehört? Ja, ich muss jetzt noch einen neuen Stuhl kaufen. Und wofür brauchst du den? Wir haben das Community Center gleich fertig.
Ja, ich muss aber trotzdem die Stube noch hinstellen. Wir haben das Community Center gleich fertig. Mal ein bisschen Hype da hier sein. Dann machst du aber noch volle Iridium-Tools bei dir, ne? Habe ich schon. Ach nö, jetzt kann ich ja mal hier rüberlaufen, weil ich erstmal eine Kupferkanne bekomme. Was will ich denn mit Erde? Was will ich denn hier? Ich will doch weiter runter. Das ist ein Community Center. Ach ja. Mal wieder Was gar denn? nichts gemacht in dem gesamten Spiel und einfach alles gemacht bekommen, ne? Wie immer. Richtig. Das letzte Bündel. Lebe wohl, Felix Gaming. Oh, ist das schade. Oh, ich finde das hier richtig gemütlich. Auf Weitersein. Oh, wie toll, das Community Center ist fertig. Ja, sehr schön. Ich habe mich zur Ruhe zurückgezogen schon. Das war schön. Sitze hier schön bei dir gemütlich in deinem Häusle. Das ist toll. Hauptsache, du hast in einem Stall alle Tiere reingestopft. Deine Tiere sind auch fast auf meinem Hof, auch schön. Achso, du hast auch direkt. Du weißt schon, dass man über die Stühle cutten kann, ne? Das ist mir vollkommen egal. Das ist vollkommen egal. Ah, ist das schön. Jetzt, wenn jetzt die Käsepresse noch an wäre, wäre es super. Nur halt nicht. Guck mal, kannst du Fernsehen jetzt gucken oder ziehst du hier ihr Bild? Naja, das ist ein Rumbild. Schade. Ja, dann haben wir alles geschafft, wa? Was wir schaffen wollten. Ich denke. Gut. Dann beenden wir die Staffel Stardew Valley und warten, bis Stardew Valley 2 rauskommt. Es kommt actually wirklich ein zweites Game vom Macher raus, ne? Ja, weiß ich nicht. Na Dann würde dann. ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.